Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Butterblümchen. Hier ist die Schuseline für euch mit einem Liebesorakel. Und wisst ihr, was ich mir heute mal überlegt habe? Ich habe mir heute überlegt, wir machen das mal so. Wir nehmen heute mal das Thema Rückzug. Es sind ja sehr, sehr viele betroffen, habe ich festgestellt. Ich muss mal eben hier die ganzen Krümel beseitigen. Es sind ja sehr, sehr viele betroffen von diesem Thema, dass ja, der Herzallerliebste, ne, an den du dein Herz verloren hast, ja, der wird nicht so ganz klar, kannst auf vielleicht nicht zulassen, was auch immer. Wir wollen einfach mal gucken, was sich zeigt, ja. Das kann man ja nie vorher sagen. Wir wollen einfach mal sehen, was wir so aus diesem Thema rausholen können. Ja, warum ist das denn so? Was kann man denn da machen? Wie stellt sich die ganze Situation hier dar? Ne? Und dafür lasse ich jetzt erstmal ein paar Karten springen und mache mir ein Bild von deinem Gegenüber. Aktuell ist es auch nicht wichtig, ob ihr jetzt gerade Kontakt habt oder ob er gerade im Rückzug ist, ne? Oder ob du das schon kennst, wie auch immer. Sondern wir gucken einfach mal, was ist denn grundsätzlich so da los? Ne? Was ist denn das Problem sozusagen? Wo hakt es denn? Ja, und das werden wir jetzt machen. Das ist aber trotzdem hier keine persönliche Legung. Das wisst ihr ja alle da draußen hoffentlich mittlerweile. Das ist ein allgemeines Reading. Das heißt, nimm dir das mit, was für dich stimmig ist, womit du auch was anfangen kannst. Und alles andere, ja. Kannst du dir gerne zur Unterhaltung angucken. So, und was noch wichtig ist, wenn du eine persönliche Legung möchtest, kannst du auf meine Homepage nachschauen und da findest du auch die Preise. Bitte keine Vorabinformationen. Ich mache mir erst immer lieber selber ein Bild. Und ja, die Informationen, wie gesagt, unten in der Beschreibung, guck mal. Da findest du auch meine Telefonnummer, um mich über WhatsApp anzuschreiben. Anrufen macht nicht so viel Sinn. Und damit haben wir es auch schon alles vorab. Ah, ich wollte noch was sagen. Wenn ihr dieses Video schaut, meine Freunde, dann bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg in die Schweiz, weil ich ja da, ihr wisst ja, ich wollte mir ja da ein paar Wohnungen angucken. Ich muss euch nämlich was ganz Lustiges erzählen, Leute. Ich bin ja so ein Typ. Ehrlich, ich muss ja schon. Ich bin ja so ein Typ spontan, ne? Bin ich ja immer schon gewesen. Diese ganze Schweiz-Geschichte, das haben wir uns natürlich jetzt schon länger. Also da sind wir seit einem Jahr schon so am Rumplanen und so. Aber dass es jetzt zu dem Zeitpunkt war, das habe ich sehr spontan entschieden, weil mein Mann einfach da einen guten Job bekommen hat, ne? Auch, ne? Wir haben einfach gesagt, komm, jetzt machen wir es, jetzt bewirbst du dich. Und das hat direkt so wems geklappt. Ich habe vorher noch gesagt, liebes Universum, lieber Gott. Na, ich sag Gott, das ist auch nur ein Wort, Leute. Das ist auf gar nichts Bestimmtes. Also ist es mein Wort, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Na, ihr könnt es auch ganz andere Sachen zu sagen. Ihr könnt da alles, Akasha-Chronik, ihr könnt Universum sagt, was ihr wollt dazu. Naja, auf jeden Fall, jetzt kommt es. Ich habe das so in die Hände gelegt und habe gesagt, wenn das jetzt mein Weg ist, dann klappt es auch alles. Sehr reibungslos das sind meine Zeichen so. Ja, und dann hat das ja mit dem Job auch sofort geklappt. Das ging ja, das war ja wirklich Wahnsinn. Und dann hab ich also Job gekündigt, mein Mann Wohnung hier gekündigt. Und jetzt sind wir, also ohne da auch noch schon eine neue Wohnung zu haben, ne? Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall einige Besichtigungstermine und fahr da hin. Hab das Video natürlich jetzt vorher gedreht, ist klar. Das mache ich ja sonst nicht. Aber jetzt habe ich es mal vorgedreht, damit ihr nicht ganz so auf dem Trockenen steht, wenn ich nicht da bin, Leute. Das kann ich euch doch nicht antun. Naja, auf jeden Fall. Sagt doch mal ehrlich, das ist so mutig. Ich habe gesagt, das klappt. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein inneres Urvertrauen irgendwie in die ganze Sache. Ich bin da trotzdem noch so relaxed. Aber ja, es wird schon. Es ist schon stressig, ist allemal. Aber ich wollte euch das nur mal sagen, dass ich da so der spontane Typ bin, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich die Videos deswegen vorgedreht, Leute. Und normal stehe ich dann nicht so drauf. Für Orakel-Videos finde ich das, ach, weiß ich auch nicht. Das muss aber jeder selber wissen. Ich will auch wieder, ne? Da mich nicht
da anderen nicht, also meins nicht als das Richtige hinstellen. Aber ich stehe da nicht so drauf, wenn ich die vordrehe. Aber diesmal habe ich mir gedacht, komm, lasse nicht so im Trockenen stehen. Und jetzt geht es wirklich los mit der Legung. Aber ich wollte euch das nur mal einmal erzählen. Ihr müsst ja auch auf neuesten Stand sein, was so bei mir los ist, oder nicht? Den einen oder anderen interessiert das da draußen von euch. Das weiß ich. Außerdem ist es doch so auch das Ganze ein bisschen persönlicher und nicht so unpersönlich hier. So, jetzt wollen wir aber uns erstmal ein Bild von eurer Liebe machen. Und vor allem von ihm und seinem Rückzugsproblem. Oh, und was haben wir hier, den Turm? Wir wollen mal gucken, in welcher Kombination der liegt. Hätte mich ja auch jetzt gewundert, wenn er nicht da gewesen wäre, ne? So, zum Thema Rückzug. Und, ja, ich sag mal, es nicht so zulassen können, wollen, wie auch immer. Ich will ja einfach erstmal gucken, was sich hier zeigt. Oh, und die Vögel. Ach, du, oi, Leute. Das ist ja schon fast hier so eine Seelenverbundenheit, die sich hier zeigt, ne? Guck mal, das ganze Problem hier, es ist ja ein allgemeines Reading natürlich. Du musst gucken wirklich bei dir, ob du dich hier wiederfindest, ne? Das ist klar, dass das nicht an jeden, der auf dieses Video klickt, hier komplett gehen kann, diese Aussagen, ne? Ist ja logisch. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Ja, die ganze Sache zeigt sich mir hier wie so eine Seelenverbundenheit. Ich bin ja nicht so der Schubladentyp, das ihr kennt mich. Aber ich glaube sehr, sehr, sehr daran, dass es eben bestimmt, wir sind alle seelenverbunden, aber es gibt solche bestimmten Begegnungen, Seelenbegegnungen, sag ich mal, die nochmal einen ganz besonderen Wert haben oder einen ganz besonderen Grund haben und nicht einfach nur, um vielleicht sich sozial zu reifen oder jede Begegnung hat da so ja seine, birgt ja seine Möglichkeiten. Und hier ist es eben, sich gegenseitig mal ganz tief in die Seele zu schauen und dadurch Liebe zu erfahren, diese ganz besondere Liebe, so da wird eine Urliebe, an einer Urliebe wird da erinnert bei diesen seestarken Seelenverbindungen. Das heißt, ihr begegnet euch, ich erkläre dir das, versucht ihr das jetzt mal so zu erklären. Ihr begegnet euch, er trifft dich, ich mache das mal aus seiner Perspektive heraus, dann ist es einfacher für dich. Er trifft dich, er lernt dich kennen, ihr kommt euch näher und er hat da von Anfang an auch sein Plan, dass er das, dass das einfach mal nicht so intensiv wird, einfach mal gucken wir mal, irgendwie finde ich sie ganz nett, irgendwie zieht mich irgendwas so zu ihr hin. Ich will einfach, gucken wir einfach mal, muss ja nichts Enges werden irgendwie, ne? So, und dann kommt ihr euch nun näher, er lernt dich kennen und er spürt sich so tief in seiner Seele berührt. Und es kommt eine Erinnerung an diese Urliebe auch von Vater und Mutter. Da kommen tatsächlich, können Kindheitsthemen eben dann auch hochkommen, die man gar nicht unbedingt sehen möchte. Er wird vielleicht da gar nicht bewusst irgendwelche Zusammenhänge sehen. Aber diese Liebe, die das auslöst, dieses Gefühl, wenn ich jemanden begegne, wo diese tiefe Seelenverbindung da ist, wo man sich vielleicht sogar aus dem Vorleben kennt oder sich gewisse Absprachen hatte, ne, wie man miteinander wachsen kann in dieser Inkarnation, ne, dann berührt das einen ja ganz, ganz tief. Und das, was man vielleicht verschlossen hatte schon, aus seiner Sicht jetzt, ne, was er vielleicht verschlossen hatte und gar nicht hinschauen wollte, weil er vielleicht auch nicht so schöne Erinnerungen verknüpft sind mit dieser Liebe von Vater und Mutter oder ne, wie auch immer. Und dann werden da Urängste auch, die Ängste, die sich aus der Kindheit heraus beispielsweise
die er mitgenommen hat, diese Schattenthemen auf der Seele, die wir ja irgendwo alle haben, wenn wir mal ehrlich sind, aber halt, jeder geht anders mit um, das ist doch der Punkt. Ne, wir Menschen sind so individuell und wir haben ja nie eins zu eins das Gleiche erlebt, wir haben ungefähr Themen ähnlich oder so, aber da habe ich noch lange nicht in seine Haut gesteckt und seine Gefühle gehabt und seine Ängste gehabt, seine Sorgen. Und hier wird eben, hier liegen nämlich die Ruten neben diesem, also neben dem Hund, so, neben dem Hund, da ist so ein Punkt, da ist so ein innerer Konflikt, ein inneres Gefecht. Die eine Seite, die diese Liebe so sehr möchte und sich so sehr danach sehnt und eigentlich wie die aufsaugt, diese Liebe. Ne? Aber auf der anderen Seite dieses uralte, dieses alte Muster, ich sag beispielsweise aus der Kindheit, es können auch andere Dinge sein, aber ich muss mich ja hier an irgendein Beispiel orientieren mal. Ne? Nehmen wir einfach mal diese Themen und die andere Seite, die sagt, wow, da kann ich gar nicht mit umgehen, wo diese Gefühle kommen, wo diese starke Liebe ist oder wo diese starken Gefühle kommen, da ist auch ganz viel Schmerz, ganz viel Leid und ganz viel Kontrollverlust und da ist das Problem, so. Ja, verstehst du? Also das, wir wollten ja mal ganz tief mal gucken, wo liegt denn dieses Rückzugsproblem? Ja, wo liegt denn das Problem? Nein, wo liegt denn dieses Rückzugsproblem? Was, irgendwo muss doch was tief verankert sein, ne? Und das geht, es geht genau darum, diesen Schritt zu gehen, mich auf diese Liebe einzulassen, mich auch angreifbar zu machen und diese alten Themen auch zulassen, dass mir eventuell auch ganz plötzlich völlig verschüttete alte Themen begegnen und er da vielleicht in dem Moment auch noch gar nicht den Zusammenhang sieht, vielleicht doch, vielleicht aber auch nicht, ne? Aber es einfach da ist und sofort zack die Schotte runtergehen lässt. Halleluja, da muss ich raus, so nach dem Motto, da muss ich mir jetzt aber erstmal hier in der Türmchen hier zurückziehen und aber jetzt erstmal jetzt hier auf Nummer sicher gehen, ne? So, und da komme ich auch so schnell erstmal nie mehr raus, bis ich ganz sicher bin, dass das Ganze, ja, ich sag mal, so weit abgekühlt ist wieder, dass ich mir wieder so ein bisschen rantrauen kann. Ne? Weil so ganz will ich ja auch nicht auf das Gefühl verzichten, denn es zieht ihn ja doch magisch an. Ne? Also es ist ja die tiefe Sehnsucht in ihm da. Ach, aber diese Zerrissenheit von dem jungen Mensch, das ist so das Problem. So, aber wir haben hier auch das Kind liegen, das heißt immer wieder kleine Schritte. Immer wieder auch kleine Schritte aus diesem Leuchtturm raus. Und ja, jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, das ist ja, das ist toxisch oder das ist was weiß ich. Das kann ich ja doch so durch so ein Kartenbild hier gar nicht. Solche und ich bin da schon mal gar kein Fachmann. Ich lege Karten und deute aus diesem Kartenbild heraus. Und warum das jetzt, ob das gut für den jeweiligen ist, der sich jetzt dieses Video anschaut und da drin wiederfindet, das kann ja nun wirklich jeder nur für sich allein entscheiden, ne? Da muss, da kann überhaupt kein anderer das aus so mal eben so einer Entfernung mal bewerten. Du, ich sage immer, guck, dass du da aus diesen Dingen trotzdem für dich was rausholst, wächst dran, profitierst, daran kannst du wachsen, du kannst gestärkt werden. Und wenn es auch erst auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, aber du musst es wählen, ne? Den Wachstum, die Veränderung, die Transformation, weil Veränderung ist, eins ist sicher, und das ist, dass nichts gleich bleibt, Leute. Das ist sicher. Veränderung. Das Leben ist Veränderung. Das Leben ist Bewegung, Entwicklung. Es dehnt sich aus. Ne? Es will wachsen. Und da gehören wir als kleine Zitzelmännchen nun mal zu. Ne? Ich muss mal einen Schluck trinken hier auf die Zitzelmännchen.
Aber ich finde das heute sehr interessant, muss ich jetzt echt sagen. Ich finde diese Legung hier heute, und ich kann mich da wirklich auch richtig reinfühlen, ne? Und ich will hier auch nichts rechtfertigen für ihn jetzt oder so, sondern ich will einfach nur darlegen, wie hier die Sachlage ist, sozusagen. Ne? Sozusagen, zu sagen. Kleine Schritte, habe ich gesagt. So, dann haben wir hier, ja, das ist ja dieses Vertrauen, Urvertrauen, wovon ich gerade gesprochen habe, mit dem Fuchs, ne? Das hat, muss er verloren haben, dieses Urvertrauen in die Liebe, so, und sich dem auch dann so hingeben zu können, ne? Das ist eben der Knackpunkt. Aber du bist ja jetzt da, meine gute Schnute. Oh, die ist wieder zurückgegangen. Habt ihr gesehen? Die wollte nicht. Nein, war die falsche. So, und jetzt wollen wir nochmal weiter gucken, ne? So, denn ich möchte hier nochmal, das ist das Thema hier an der Spitze. Dieses Urvertrauen, er muss es einfach wählen. Er muss es zulassen, ne? Alles andere, ups, alles andere bringt nichts. So. Und ja, da ist diese, ach guck, da ist die Sehnsucht, er kann gar nicht anders. Also auch in Zukunft sehe ich, wenn er jetzt sich gerade in dem Rückzug befindet, meine Gute, ne? Mach dir nicht zu viel Sorgen. Ganz ehrlich, erstmal bleib sowieso bei dir. Bleib bei dir, guck, dass es dir, mach dir nicht zu sehr, ach und was hat er jetzt hier für Themen, ach und wenn es ihm hier schlecht geht und wie kann ich ihm denn nur da helfen, nein, 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 dir, du musst dir helfen, dir, dass du stark genug bist, das hier zu schaffen und das den Weg hier zu gehen und gestärkt zu sein, im Selbstwert dich zu stärken, um ne, auf Augenhöhe dieses Ding hier auch durchzustehen. Weil manchmal ist es mit Sicherheit nicht leicht. Ne? Denn hier, das Kreuz drückt ja auch die ganze Situation runter und hier haben wir das, worauf liegt das Kreuz hier auch? Auf dem Park. Also es ist tatsächlich wahrscheinlich, wenn ihr euch dann sehen wollt, dann kannst du dich nie so wirklich drauf verlassen. Das, ihr müsst vorstellen, das ist ja hier die, so hier geht's weiter eigentlich. Ich habe es nur hier nebengelegt, weil ihr das sonst auf dem Bildschirm nicht mehr sehen könnt. Also du kannst dich nicht so hundertprozentig drauf verlassen, in welcher Phase ist er jetzt gerade, kommt er zu dieser Verabredung oder kommt er nicht, wirst du was von ihm hören oder nicht, ne? Und hier ist er der Starke, der diese Gefühle, der starke Bär, der erstmal hier auf dem Hügel steht und den Angreifern hier erstmal darstellt, guck, ne, guck mich mal an. Ne, und dann überlege ich dir gut, ob du mir irgendwie gefährlich werden willst. Ne? Überlegst dir gut und deswegen will er das darstellen und nimmt so eine Position ein, ne, wo er zeigt hier, ne, ich habe Kraft im übertragenen Sinne. So dieser Schutzmantel hier, denn in Wirklichkeit ist das ein ganz soziales, sensibles Tier. So muss man das sehen. Ja, was sagt denn unsere Uhr? Och, da sind wir ja gut dabei. Ich ziehe euch jetzt mal noch einen inneren Buddha, meine Juten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ups. Oh ne, wir nehmen die. Nein, doch. Wir nehmen die, die sich so umgedreht haben. Habe ich gerade spontan entschieden. Wir nehmen jetzt drei. Wir haben drei Botschaften, aber die nehmen wir doch, oder? Vorstellungen zeigen nie die Wirklichkeit. Also was in deinem Kopf ist, ne, das zeigt nie die Wirklichkeit. Kultiviere eine bewusste Wahrnehmung. Ich kriege den Satz nicht richtig beieinander. Nochmal bitte. Verzeihung. Kultiviere eine bewusste Wahrnehmung und sich, was tatsächlich ist. Und sie, oh Leute, bin ich bescheuert. Und sie, ja, jetzt, komm, am Ende musste ich ja auch nochmal zeigen, dass mein Name Programm ist, oder? Dann muss ich doch wohl nochmal einmal präsentieren. Ja, ihr kennt mich ja. Also nochmal jetzt mit richtiger Aussprache. Kultiviere eine bewusste Wahrnehmung und sieh, was tatsächlich passiert.
Echt, das ist jetzt zum zweiten. Entschuldigung. Oh, Leute, Leute, ist das peinlich. Ich würde das normalerweise rausschneiden am liebsten. Ich kriege es nicht hin, diesen einen Satz hinzu. Entschuldigung, ich muss schon über mich selber lachen. Das ist echt peinlich. Ich sehe aber auch schlecht. Halt's mal näher ran, wenn ihr nichts dagegen habt. Kultiviere eine bewusste Wahrnehmung und sieh, was tatsächlich ist. Aber was tatsächlich passiert, ist auch nicht falsch gewesen, wenn man mal ganz, so ganz falsch war das auch nicht. Jetzt klappt's besser, verspreche ich euch, wenn ihr nicht schon aus lauter Verzweiflung ausgemacht habt. Das Glück liegt im Leben selbst. Du entscheidest in jedem Moment selbst, wie du dich fühlst. Denn Glück ist eine Sache deines Denkens. Und das meine ich immer damit, du triffst die Entscheidung, du entscheidest dich dafür, ob du hier wachsen willst, ob du profitieren willst, ob du glücklich sein willst. Jetzt bist du, du kannst jetzt glücklich sein. Das ist alles nur eine Entscheidung weit weg und eine Sache der Denkweise. Mitgefühl entsteht durch Verbundenheit. Fühle mit, ohne mitzuleiden. Bleibe stets handlungsfähig. Ne? Du gerade hier in dieser Seelenverbindung hier musst sehr aufpassen. Da, ne? Fühle mit, ohne mitzuleiden. Das ist ganz wichtig, sonst bist du auch nicht mehr handlungsfähig. Ne? Du willst ja hier dran auch für dich wachsen und nicht in die Knie gehen. So, ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Freude machen mit diesem Video. Ja, ich schicke euch ganz liebe Grüße. Ich bin froh, dass ich euch hab, Leute. Das habe ich lange nicht mehr gesagt, oder? Ich bin froh, dass ich euch hab. Und wenn ich bleibe ja nicht lange in der Schweiz, nur zwei, drei Tage. Und wenn ich zurück bin, dann machen wir wieder einen Livestream und da freue ich mich drauf. Tschüss!